Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Seit Anbeginn der Zeiten ist der Mond unser getreuer Begleiter am Himmel. Aber auch andere Planeten haben Trabanten, und zwar mehr als die Erde. Die stillen Begleiter der Planeten sind ganz eigene, faszinierende Welten. Und es könnten sogar Kandidaten für außerirdisches Leben darunter sein. Auf den ersten Blick scheint die Sache mit den Monden ja ziemlich einfach. Monde kreisen um Planeten und jeder Planet hat zumindest einen Mond. Aber so einfach ist die Sache dann doch nicht. Und übrigens, die Menschen in den frühen Jahrhunderten waren da viel poetischer. Der alte Kepler meinte zum Beispiel, Monde sind dazu da, um den Bewohnern der Planeten nachts Licht zu spenden und ihnen das Schauspiel des Auf- und Untergangs zu bieten. So dachte man damals. Heute glauben wir, die Monde, die bieten uns in Zukunft Rohstoffe und die Basis für Kolonien. Aber was uns heute zunächst erstmal interessiert, was sind Monde wirklich? Wie sind sie entstanden? Und vielleicht tragen sie ja sogar primitives Leben. Im Universum ist alles in Bewegung. Die Milchstraße dreht sich um ihr Zentrum und unsere Sonne mit ihr. Um die Sonne kreisen die Planeten. Monde begleiten solche Himmelskörper, die einen Stern umkreisen. Deswegen nennt man Monde auch Trabanten oder Satelliten, was Begleiter bedeutet. Leben haben wir auf Monden noch nicht gefunden. Wir haben ja bisher auch nur wenige Monde tatsächlich erforscht. Der Erdmond bekam Besuch von Apollo-Astronauten. Auf dem Saturnmond Titan ist eine Sonde gelandet. Von allen anderen aber haben wir nur Fotos, die mit Teleskopen oder von vorbeifliegenden Raumsonden gemacht wurden. Höchste Zeit, diese Monde genauer zu erkunden. Dabei ist Mond nicht gleich Mond. Im Gegenteil. Ganymed ist tiefgefroren und riesig, sogar größer als der Planet Merkur. Titan hat eine dichte Atmosphäre und Landschaften mit Bergen, Flüssen und Seen, fast wie auf der Erde. Io sieht bunt aus wie eine Pizza und ist voller aktiver Vulkane. Enceladus ist nur mittelgroß, sieht aus wie eine Kugel Eis und speit Fontänen ins All. Aber immerhin ist er eine Kugel. Die Monde unseres Sonnensystems, insbesondere die Eismonde, sind eine der faszinierendsten Objekte im Sonnensystem, besonders durch die Entdeckung von Hinweisen auf Ozeane unter der Eisoberfläche dieser Monde. Es ist nicht bewiesen, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass bei einigen dieser Monde durchaus in diesen Ozeanen es zur Entstehung von Leben gekommen sein könnte. Um so rund wie unser Erdmond zu werden, muss ein Mond bei seiner Entstehung ziemlich viel Materie zusammenbringen. Sonst reicht die Schwerkraft nicht aus, eine Kugel zu formen. Nur wenige Monde hatten bei ihrer Entstehung so viel Masse. Je kleiner der Mond, desto unregelmäßiger seine Form. Der Marsmond Deimos zum Beispiel ist winzig und sieht aus wie eine Kartoffel. Aber nicht nur Planeten haben Monde, auch viele Zwergplaneten und Asteroiden haben welche. Mit ihren modernen Instrumenten haben Forscher inzwischen mehrere hundert Monde entdeckt, die in unserem Sonnensystem Planeten oder Asteroiden umkreisen. Wie entstanden eigentlich vor Urzeiten die ganzen Planeten mit ihren Monden? Nun schauen wir uns mal die Situation vor 4,6 Milliarden Jahren an. Hier ist sie. Wir hatten eine rotierende Scheibe, bestehend hauptsächlich aus Wasserstoffgas und Staubteilchen.
Diese Staubteilchen kollidierten miteinander und bildeten immer größer werdende Körper. Die nennt man Planetoiden. Und es gab größere und kleinere Planetoiden und Staubscheiben um diese Planetoiden herum. Und aus diesen Staubscheiben selbst entstanden Monde. Und was auch passierte ist, dass größere Planetoiden die kleineren einfingen. Damit entstanden weitere Monde. Ganz zum Schluss passierte Folgendes bei der Erde. Als die Planeten sich bereits gebildet hatten, schlug ein relativ großer Planet, etwa so groß wie unser Mars, auf unsere Erde ein. Und daraus entstand wahrscheinlich unser Mond. Theia, so haben die Astronomen den Planetoiden getauft, der in der Frühzeit des Sonnensystems die Erde getroffen hat. Es muss ein gewaltiges Ereignis gewesen sein. Dieser Zusammenstoß schuf die Erde und den Mond, die danach abkühlten und über mehrere Milliarden Jahre zu den Körpern wurden, die wir heute kennen. So die weitgehend akzeptierte Theorie. Ich glaube, alle meine Kollegen sind sich einig, dass es wohl eine sehr große Kollision mit einem anderen Körper, Marsgröße mit der Erde war. Nicht direkt, sondern nur so streifend. Da wurde die Erde aufgerissen, wurde sehr, sehr viel Material von der Erde in die Umlaufbahn beschleunigt und dort ist es dann zum Mond kondensiert. Der Mond ist der Himmelskörper, der uns am nächsten ist und der, den wir am besten kennen. Seit es Menschen gibt, blicken sie auf den Mond. Er hat sie schon immer fasziniert. Menschen der Bronzezeit etwa schufen vor 4000 Jahren die Himmelsscheibe von Nebra, die in Sachsen-Anhalt gefunden wurde. Vollmond und zunehmender Mond sind die beherrschenden Elemente. Als hätten die Menschen damals schon gewusst, welch elementare Bedeutung der Mond für das Leben auf der Erde hat. Und zwar mit seiner Gravitation. Zum einen garantiert er die Jahreszeiten. Die Jahreszeiten hängen ja damit zusammen, dass die Erdachse um 23 Grad schief steht. Der Mond kreist um die Erde und stabilisiert diese Achse. Wenn der Mond nicht da wäre, würde sich die Achse langsam verkippen und es würde Zeiten geben, wo wir gar keine Jahreszeiten hätten. Das heißt, der Mond bewirkt, dass wir in einigermaßen konstanten Verhältnissen leben. Er stabilisierte unsere Achse, die würde nämlich sonst hin und her wackeln. Einmal von Jupiter angezogen, einmal von der Sonne angezogen. Aber der Mond, das ist wie so ein Katamaran, so ein Auslegerboot. Und deswegen bleibt unser Klima eigentlich ziemlich konstant. Außerdem verursacht der Mond die Gezeiten. Wer weiß, ob es ohne Ebbe und Flut auf der Erde überhaupt Leben gäbe. Denn gerade die Gezeitenbereiche bieten gute Bedingungen dafür. Und vermutlich sind auch von diesen flachen, mal gefluteten und mal trockenen Bereichen die ersten Lebewesen aus dem Meer an Land gekrochen. In den Gezeitenbereichen ist natürlich das Leben sehr, sehr gut mit Nährstoffen versorgt, sodass wahrscheinlich dort die Entstehung des Lebens wirklich stattgefunden hat. Und ohne Mond wäre natürlich diese Bewegung von so viel Wasser gar nicht möglich gewesen und möglicherweise auch kein Leben entstanden. Mit seinen Phasen ist der Mond der Taktgeber für die Zeitmessung im Kalender, was sich noch im Wort Monat ausdrückt. Ursprünglich bezeichnet Monat die Zeit für einen kompletten Lauf durch alle Phasen von einem Neumond zum nächsten in rund 29,5 Tagen. Der Mond strukturiert sozusagen das Leben auf der Erde. Das wiederkehrende, gleichmäßige, auch so die Abläufe, das hat alles mit dem Mond zu tun. Und von daher hat er sehr viel auch mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun, mit den Abläufen, ja, abgesehen von den Jahren. Und er teilt also auch unsere Zeit. Und das alles macht ihn für mich zu einem sehr vertrauten Begleiter, den ich gerne anschaue. Und ich erinnere mich immer an das Lied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen. Ja. Schließlich ist der Mond der einzige Himmelskörper jenseits der Erde, den Menschen bisher betreten haben. Die Apollo-Astronauten aus den USA sind zwar vor 50 Jahren nicht so sehr aus Forschungsdrang zum Mond geflogen, sie sollten vor allem der Sowjetunion zeigen, wer im Wettlauf ins All die Nase vorn hat. Aber sie brachten trotzdem jede Menge Mondgestein mit und dessen Analyse hat das Wissen über den Mond revolutioniert. Erst seit Sonden und Astronauten den Mond umkreist haben, wissen wir, dass Rückseite und Vorderseite ganz unterschiedlich sind.
Die Vorderseite ist bestimmt von großen dunklen Flecken, riesigen Lava-Tiefebenen. Die fehlen auf der Rückseite. Sie besteht zum größten Teil aus Hochland voller Einschlagkrater. Dass das so ist, hängt mit der Entstehungsgeschichte des Mondes zusammen. Vielleicht finden die nächsten Astronauten genaueres heraus, wenn der Mensch zum Mond zurückkehrt. Die Vorbereitungen der NASA sind bereits weit gediehen. Sie will den Mond als Zwischenstation nutzen für Reisen weiter hinaus ins All. Die Amerikaner haben dieses Programm jetzt Artemis genannt, also die Zwillingsschwester von Apollo, auch um damit klar zu zeigen, dass es jetzt auch darum geht, zum Beispiel Astronautinnen zum Mond zu fliegen. In diesem Artemis-Programm sind ganz viele verschiedene Dinge drin. Da ist das Lunar Gateway, sozusagen eine Bushaltestelle, die in der Nähe des Mondes fliegt, von der aus man dann gut zum Mond herabsteigen kann, die man so als Zwischenstation benutzen kann. Also das ist ein großes Programm. Und natürlich in der Vorstellung der NASA soll es auch der Schritt sein hin zum Mars. Derzeit ist die internationale Raumstation ISS das wichtigste multinationale Raumfahrtprogramm. Als Nachfolger kann sich die Europäische Raumfahrtagentur ESA gut eine Station auf dem Mond vorstellen. Das sogenannte Moon Village oder Monddorf. Ich glaube, es ist eine gute Vorstellung, wenn man sich das Moon Village zum Beispiel als Analogie zu einer Antarktisstation vorstellt. Ja, das ist etwas, aber es geht darüber hinaus. Das Moon Village kann mehr. Das Moon Village, das Konzept kann mehr. Es kann eben auch Technologieentwicklung sein. Zum Beispiel in der Frage von Energieversorgung. Zum Beispiel auch in der Frage bis hin zum Tourismus. Who knows? Also das Moon Village soll ganz gezielt als Konzept offen bleiben. Es soll offen bleiben für verschiedene Anwendungen, für Technikerinnen und Techniker, für natürlich Forscherinnen und Forscher. Aber lohnt es sich überhaupt, zum Mond zu fliegen, außer vielleicht zu Forschungszwecken? Der Abbau von Helium-3 zum Beispiel, einem möglichen Energieträger der Zukunft, wäre extrem kostspielig. Der Mond ist sowas wie ein zusätzlicher Kontinent. Ja? Und wir werden ihn über kurz oder lang zumindest nutzen. Ob wir ihn wirklich dauerhaft besiedeln, gibt es eine ganze Menge Schwierigkeiten, das zu tun. Aber wir werden wieder hinfliegen, da bin ich ziemlich sicher. Und Apollo hat gezeigt, 3 Tage hin, 3 Tage dort, 3 Tage zurück, funktioniert perfekt. Und vor 100 Jahren haben sie in 3 Tagen es nicht von England nach Amerika geschafft. Ich bin mir sicher, dass wenn sie eine Basis auf dem Mond haben, wo sie 3 Tage Menschen gut unterbringen können, dann ist der Tourismus etwas, was funktioniert. Wenn sie also wirklich einen Shuttle zum Mond haben und sagen können, sie können in 10 Jahren hinfliegen, ich glaube, sie könnten heute ja schon ausgebucht sein. Man weiß noch gar nicht so lange, dass es noch mehr Monde gibt als nur unseren Erdmond. Im Jahre 1610 richtete der italienische Gelehrte Galileo Galilei sein selbstgebautes Fernrohr auf den Planeten Jupiter. Er entdeckte, dass dieser Planet 4 Begleiter hat. Das war eine gewaltige Entdeckung. Man hat natürlich auch gesehen, dass die Monde sich so verhalten zu Jupiter, wie sich die Planeten zur Sonne verhalten. Galileo bestätigte damit indirekt das heliozentrische Weltbild mit der Sonne im Mittelpunkt statt der Erde. Benannt sind die galileischen Monde nach Geliebten des römischen Gottes Jupiter: Io, Europa, Ganymed und Callisto. Seit Galileo wurden hunderte weitere Monde entdeckt. Von Jupiter sind inzwischen 79 bekannt. Von Saturn sogar 82, von Uranus 27 und von Neptun immerhin 14 Monde. Bei den kleinen inneren Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars finden sich dagegen gerade einmal 3 Monde. Unser eigener und 2 beim Mars. Fragt sich also, warum das so ist. Warum haben Merkur und Venus keinen Mond, die Erde nur einen und alle anderen Planeten da draußen, selbst der Kleinplanet Pluto hat 5 Monde? Warum ist das so? Nun, das ist eine Frage der Mondbahnstabilität. Das muss ich Ihnen ein bisschen genauer erklären. Also nehmen wir mal an, wir haben hier die Sonne und hier einen Planeten. Und das hier ist die Verbindungslinie.
Jetzt nehmen wir irgendeinen Punkt dazwischen. Nehmen wir an, hier. Dann ist es die Frage, wie viel größer ist die Kraft des Planeten im Vergleich zur Kraft zur Sonne? Hier ist die Kraft des Planeten größer, also fühlt sich der Mond mehr zum Planeten hingezogen. Wenn ich diesen Punkt nehme, dann ist es umgekehrt. Die Kraft zum Planeten ist kleiner als zur Sonne. Also gibt es irgendwo dazwischen eine Grenzlinie. Und das Ganze gibt dreidimensional eine Kugel, eine Sphäre, innerhalb der Mondbahnen stabil sind. Und diese Sphäre nennt man Hill-Sphäre. Und jetzt kommt es. Je näher der Planet natürlich zur Sonne ist, umso kleiner ist die Hill-Sphäre, weil ja die Gravitationskraft der Sonne zunimmt. Und deswegen hat Venus eine sehr kleine Hill-Sphäre und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass Venus einen Mond hat. Genauso gut Merkur. Aber je weiter ich rausgehe, umso größer wird die Hill-Sphäre. Und das ist der Grund, warum Pluto, selbst dieser kleine, kleine Planet, so viele Monde hat. Also im Prinzip hat jeder Himmelskörper seine Hill-Sphäre. Und deswegen kann man zum Beispiel sehen, dass Asteroiden Monde haben. Und im Prinzip könnten sogar Monde Monde haben. Aber sowas hat man leider bisher noch nicht gesehen. Bei den kleinen Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars finden wir also nur wenige Monde. Der Erdmond ist speziell wegen seiner außergewöhnlichen Entstehung. Er ist einer der größten Monde im Sonnensystem. Die beiden Marsmonde dagegen sind vergleichsweise winzig. Unser Mond umkreist die Erde in etwa 385.000 Kilometern und hat einen Durchmesser von 3.500 Kilometern. Er braucht etwa 27 Tage für einen Umlauf. Die beiden Marsmonde sind viel kleiner, viel näher an ihrem Planeten und umkreisen ihn auch viel schneller. Phobos hat nur 22 Kilometer Durchmesser und ist nur 9.300 Kilometer vom Mars entfernt. Für einen Umlauf braucht er nur 8 Stunden. Deimos hat sogar nur 12 Kilometer Durchmesser, ist mit 23.500 Kilometern aber weiter entfernt vom Mars, den er in 30 Stunden umläuft. Wirft man auf Deimos einen Stein, fällt er nicht runter, sondern gerät gleich in eine Mars-Umlaufbahn und wird so zu einem eigenen Satelliten. Phobos und Deimos, zu Deutsch Furcht und Schrecken, die Begleiter des Kriegsgottes Mars, wurden erst 1877 entdeckt. Er geht am Marstag zweimal auf und unter, wobei ein Marstag fast genauso lang ist wie ein Tag hier auf der Erde. Woher der Mars seine Monde hat, ist nicht ganz klar. Eine Theorie besagt, dass sie eingefangene Asteroiden sind, also aus dem Asteroidengürtel, der zwischen Jupiter und der Marsbahn sehr, sehr viele kleine Körper enthält. Da ist was rausgestoßen worden durch die Gravitation von Jupiter und Mars, sodass die Gravitation von Mars diese Körper eingefangen hat. Andererseits könnte es natürlich auch sein, es gab große Einschläge auf dem Mars, also wir finden dort sehr, sehr, sehr große Löcher, Einschlagsbecken, dass natürlich auch Material dort ausgeworfen wurde, dass die Gravitation des Mars nicht verlassen konnte, einfach festgehalten wurde und dass die zwei kleinen Monde möglicherweise daherkommen. Vielleicht klärt sich das in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Dann soll die japanische Mission Martian Moons Exploration, kurz MMX, die Marsmonde erforschen und Proben zur Erde zurückbringen. Auf Phobos soll sie dabei einen deutsch-französischen Lander absetzen. Das Schicksal der Marsmonde ist jedenfalls besiegelt. Phobos nähert sich langsam seinem Planeten an und dürfte eines fernen Tages in Millionen Jahren auf ihn stürzen. Während Deimos sich langsam vom Mars entfernt und ihm eines noch ferneren Tages davonfliegen könnte. Vorher könnte ein Marsmond für uns aber noch eine entscheidende Rolle spielen. Ein deutscher Raumfahrttechniker hat Ende der 50er Jahre mal gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Raumfahrt betreiben, dann hätte er uns einen Mond geschenkt. Und damit hat er genau recht. Denn unser Erdmond ist nur 3 Flugtage von uns entfernt und ist der perfekte Übungsplatz, um zu zeigen, dass wir die Technologien im Griff haben und autark von der Erde leben können.
Und wenn wir dann irgendwann mal bemannt zum Mars fliegen wollen, wollen wir auch nicht gleich den riskanten Abstieg zum Mars machen, sondern wir brauchen eine Zwischenstation. Und deswegen ist der zweitgrößte Marsmond, Phobos, für uns so wichtig. Vielleicht fliegen die Menschen ja sogar eines Tages noch weiter hinaus, ins äußere Sonnensystem, zu den gewaltigen Gasriesen. Die Planeten Jupiter und Saturn haben ganz andere Monde zu bieten als der Mars. Das sind wirklich ganz faszinierende Objekte. Viele dieser Monde speien Fontänen von Material aus, das wir messen können. Und da sehen wir Wasserdampf und organische Moleküle. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns dann damit beschäftigen, dass das auch wirklich Objekte sind, wo wir nach Leben suchen sollten. Von den 79 bekannten Monden des Jupiters sind sehr viele nur unscheinbare kleine Felsbrocken. Etliche davon umkreisen den Planeten in einem Schwarm, weit draußen. Ein Umlauf dauert 2 Jahre und sie kreisen retrograd, also gegen Jupiters Drehrichtung. Jüngst haben Forscher sogar noch mehr Kandidaten gefunden. Es könnten einige hundert sein. Im Fokus stehen aber die 4 großen, die sogenannten galileischen Monde. Io, der innerste, ist auch als Pizza- oder Höllenmond bekannt. Schwefel sorgt für die bunten Farben. Nirgendwo sonst im Sonnensystem gibt es mehr aktive Vulkane als hier. Deshalb ist Io neben dem etwas kleineren Erdmond der einzige große Mond, der nicht vereist ist. Manche Vulkanausbrüche reichen weit ins All. Die Gezeitenkräfte Jupiters verbeulen Ios Oberfläche um bis zu 100 Meter nach oben und unten. Io, der ist so aufgeheizt durch die Gezeitenreibung, die mit Jupiter entsteht, dass er eigentlich extrem geschmolzen ist im Inneren und natürlich extrem viel Vulkanismus hat. Dort gibt es 1500 Vulkane, die ausbrechen. Das ist deutend mehr, als wir auf der Erde haben. Die sind alle aktiv, die sind gewaltig aktiv. Die Eruptionswolken reichen 300 Kilometer nach außen. Die größten Vulkane, so Pele und Prometheus, die schaffen schon 300 Kilometer, wo sie auf jeden Fall das Gas in den Weltraum verteilen. Die festen Stoffe werden nicht so hoch fliegen, sondern die laufen dann natürlich auch aus, so wie es auf der Erde auch ist, und fließen die Hänge als Lava nach unten. Vulkanismus ist weit verbreitet im Sonnensystem. Man kennt ihn ja auch von der Erde. Ein Vulkan ist so etwas wie ein Ventil. Er dient dem Temperatur- und Druckausgleich zwischen heißen und kalten Bereichen. Das Innere von Planeten und großen Monden ist sehr heiß. Die Hitze entstand, als sich Staub und Gas zu diesen Himmelskörpern zusammenballten. Und auch der Zerfall radioaktiver Elemente sowie Gezeitenkräfte verursachen Erwärmung. Der kalte Weltraum sorgt natürlich sehr schnell dafür, dass die Oberfläche dieser Planeten und dieser Monde gefriert. Also ein Deckel sozusagen auf den Topf draufkommt. Und jetzt heißt es natürlich innen heiß, außen kalt. Thermodynamik verlangt, dass sich die Sache ausgleicht. Und das geht natürlich nur, wenn Sie dieses Material, das heiße Material sozusagen nach draußen transportieren. Und das ist Vulkanismus. Das heißt also im Inneren kocht's, Deckel ist drauf, wird immer heißer. Deckel kriegt einen Riss und dann kommt natürlich die ganze Magma an die Oberfläche und dort strahlt sie sozusagen ihre Wärme dann an den Weltraum ab. Ganymed, der dritte Mond, ist ein Riese. Mit einem Durchmesser von 5262 Kilometern ist er der größte Mond im Sonnensystem. Er würde auch als Planet durchgehen. Immerhin ist er größer als Merkur und hat als einziger Mond ein eigenes Magnetfeld. Wie fast alle großen Monde zählt Ganymed zu den Eismonden. Seine Oberfläche ist eine Eiskruste, wobei es alte, dunkle Flächen mit Kratern und jüngere helle mit Rillen gibt, die sehr unterschiedlich aussehen. Unter der Kruste dürfte ein Ozean liegen. Ganymed ist jetzt ein kleines bisschen weiter weg. Die Gravitationskraft ist nicht mehr so stark von Jupiter. Das heißt, die Kruste von Ganymed ist dicker, hat aber auch einen Ozean. Das Innere wird auch nicht mehr ganz so heiß sein, weil die Gravitationskraft ihn nicht mehr so durchknetet, sodass man eigentlich dort eher von einem frühen Stadium der Entwicklung von
unter dem Eis liegenden Ozeanen sprechen wir. Und die Kruste wird so dick sein, dass wahrscheinlich keine große Chance besteht, an den Ozean wirklich dran zu kommen. Callisto, der vierte, ist auch ein Eismond, sieht schmutzig aus und ist das am meisten verkraterte Objekt des Sonnensystems. Auch hier liegt unter der 200 Kilometer dicken Eiskruste vermutlich ein Ozean aus Wasser. Callisto ist natürlich jetzt so weit draußen, dass er, ja, dass Jupiter nicht mehr so kräftig mit ihm spielt wie mit den anderen. Und er ist jetzt eigentlich ein kleines bisschen eingefroren. Und wenn das Eis dreckig ist, das heißt also, wenn das nicht aufgeschmolzen war, dann haben sie natürlich Eis-Dreck-Gemisch. Und wenn das auf der Oberfläche ist, sie haben keine Atmosphäre, dann sublimiert es. Also das heißt, die Eis, die H2O oder Wasserpartikel, die verschwinden und der Staub bleibt übrig. Und deswegen schaut er so dunkel aus. Und dann ist da noch Europa, der vielleicht interessanteste Mond im Sonnensystem überhaupt. Auch er hat wahrscheinlich einen Ozean unter seiner Eiskruste. All diese Monde müssen eine Wärmequelle haben, sonst ließen sich bei dieser großen Entfernung von der Sonne Erscheinungen wie Vulkanismus und Ozeane flüssigen Wassers nicht erklären. Monde können also heiß werden. Die Frage ist nur, wo kommt denn die Wärme dafür her? Dazu müssen wir uns einen Mond ein bisschen genauer anschauen. Hier ist so ein Mond. Ein Mond unterliegt der Gravitationskraft eines Planeten, hier zum Beispiel der Jupiter. Und nun ist es so, dass Gravitationskraft ja mit der Entfernung abnimmt. Und das führt dazu, dass die Vorderseite des Mondes stärker angezogen wird, während die Hinterseite weniger. Und diese Kraftdifferenz nennt man Gezeitenkraft. Diese Gezeitenkraft führt zu einer Deformation des Mondes. Und diese Deformation kann jetzt zwei Auswirkungen haben. Entweder der Mond ist in einer elliptischen Bahn um den Planeten. Wenn er nah dann am Planeten ist, wird er stärker verformt. Wenn er weiter weg ist, weniger stark verformt. Es führt zu einer Änderung der Deformation. Und dazu kommt, der Mond dreht sich ja auch, während die Ausrichtung natürlich immer dieselbe zum Planeten ist. Und beides führt dazu, dass durch diese Verformungsänderung der Mond stark durchgewalkt wird. Je näher der Mond am Planeten ist, desto mehr Wärme entsteht dabei, zum Beispiel Io mit seinem Vulkanismus. Und wenn der Mond weiter weg ist, entsteht weniger Wärme. Das reicht aber oft aus, dass das Wasser dann flüssig wird. Ozeane. Und dann kann es doch gut sein, dass in solchen Ozeanen Leben entsteht. Schon lange suchen Wissenschaftler nach außerirdischem Leben und jetzt nehmen sie Europa ins Visier. Dieser Mond ist ein ganz heißer Kandidat. Denn der Ozean, den die Forscher unter der Eiskruste vermuten, ist gewaltig. Er könnte doppelt so viel Wasser enthalten wie alle Meere hier auf der Erde zusammengenommen. Auch Größe und Schwerkraft stimmen. Günstige Bedingungen also. Also wenn ich Leben sage, dann denke ich nicht an Aliens und grüne Männchen und uns ähnliche Lebewesen, sondern wir Wissenschaftler sind froh, wenn wir Leben überhaupt finden. Das heißt, eine Bakterie, ja, eine Flechte, ein einfaches System, das sich selbst vermehrt und reproduziert, damit wären wir schon sehr, sehr glücklich. Die Forscher vermuten, dass die Eiskruste über Europas Ozean nicht allzu dick ist. Wer weiß, was sich darunter alles entwickelt hat. Wenn Sie jetzt unter dieser Eiskruste, schön geschützt, ja, vor der Strahlung im Jupiter-System, auch vor dem, was die Sonne so von sich gibt, einen Ozean haben, der Kontakt zu dem Gestein im Zentrum dieses Mondes hat, dann kriegen Sie natürlich die Auflösung des Gesteins durch das Wasser und Sie kriegen Anreicherung an Salzen und Sie kriegen natürlich auch Anreicherung an Nährstoffen. Und so wie es auf der Erde auch ist, sind Ozeane natürlich schon die Orte, wo Leben ja eigentlich schon das Heimrecht hat. Ja. Also zumindest die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass es entsteht. Und deswegen ist Europa natürlich ganz oben auf der Liste, wenn man sagt, wo außerhalb der Erde könnte es heute noch Leben geben. Möglicherweise ähneln die Verhältnisse in Europas Ozean denen in der Tiefsee auf der Erde. Hier strömt sehr heißes Wasser voller Mineralien aus dem Meeresboden, aus Schloten, die schwarze oder weiße Raucher genannt werden. Kein Ort für Lebewesen, sollte man meinen.
Doch dort finden sich sogenannte Extremophile. Lebewesen, die an extreme Bedingungen angepasst sind. So etwas ist auch auf Europa denkbar. Ich denke, die Erde ist immer ein gutes Beispiel. Und was es auf der Erde gibt unter extremen Bedingungen, das kann auch woanders existieren. Und die Bedingungen im tiefen Ozean und bei diesen schwarzen Rauchern, die wir dort finden und sehen, die dürften ähnlich sein für das, was wir auf Europa haben. Ob dort natürlich dann letztlich was entstanden ist und wie es entstanden ist, ob das ähnlich ist zu dem, was wir hier haben, oder ob das noch eine viel, viel größere Vielfalt bieten kann, das wird man erst rausbekommen, wenn man wirklich mal in diesen Ozean rein kann. Die Erforschung extremer Lebensformen auf der Erde ist eine noch relativ junge Forschungsrichtung in der Biologie. Mit Verbindungen zur Astrobiologie. Wir finden sehr viele exotische Lebensformen auch heute noch auf unserer Erde. Das heißt, wir kennen nicht einmal noch unseren Planeten. Das bedeutet, dass es natürlich in unserem Sonnensystem, aber auch auf extrasolaren Planeten Lebensformen geben könnte, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Wir brauchen also wirklich viel Forschung und wir müssen offen bleiben. Offen für Lebensformen, die nicht an irdische Umweltbedingungen gebunden sind. Also einen bestimmten Temperaturbereich, flüssiges Wasser, Sauerstoff und Kohlenstoff als wichtigste Zutaten. Die Astrobiologie guckt eben auch zu anderen Formen von Leben. Und das ist wieder das, was ich glaube, was entscheidend ist. Der Mensch muss immer neugierig bleiben für Dinge, die er noch gar nicht kennt. Also er darf nicht nur einfach messen, das, was er kennt, und sagen, das haben wir oder haben wir nicht. Sondern die Astrobiologie guckt eben breiter und überlegt sich auch, kann es noch ganz andere Formen von Leben geben. Auf Europa könnte der sogenannte Kryovulkanismus Hinweise darauf geben, ob sich dort Leben entwickelt hat. Kryo heißt kalt. Es geht um Eisvulkanismus. Ein Mond wie Europa, der von Jupiter durchgewalkt wird, hat unter der Eiskruste einen Ozean, der in Bewegung ist. Wenn die Eiskruste irgendwo platzt oder aufreißt, spritzen Wasser und Schlamm nach draußen, sowie das Magma bei einem heißen Vulkan, und erstarren im Vakuum des Weltraums schnell zu Eiskristallen. Dieser Prozess ist natürlich immer derselbe. Und der Hintergrund ist kalter Weltraum, heißer Körper. Ganz egal, was jetzt kalt und heiß ist, der Weltraum ist kalt, 250 Grad minus. Und die Körper, ob die jetzt 1000 Grad haben oder ob sie bloß 10 Grad haben, es ist immer ein gewaltiger Temperaturunterschied, der einfach ausgeglichen werden will. Das, was da herausspritzt, Wasser, Eis, Schlamm, lässt sich leichter untersuchen als der Ozean selber und enthält möglicherweise Anzeichen von Leben. Die NASA will das genauer erforschen. Die Mission Europa Clipper ist für die späten 20er oder frühen 30er Jahre geplant. Die Sonde soll Jupiter auf einem stark elliptischen Orbit umkreisen, 45 Mal an Europa vorbeifliegen und die sogenannte Habitabilität klären, also ob die Bedingungen für Leben gegeben sind. Die Sonde wird aber nicht Europa direkt umkreisen. Die fliegen zu Europa, aber die können auch nicht in den Umlaufbahn von Europa gehen, weil das Raumschiff würde es auch nicht aushalten, sondern die fliegen jetzt immer nahe hin und dann fliegen sie wieder ganz weit weg und dann kommen sie wieder nahe hin und das machen sie ein paar Mal, sodass sie Europa von allen Seiten beobachten können. Der Jupiter ist sozusagen ein Elektronenbeschleuniger, ein gewaltiger. Umso näher sie drankommen, da sitzen sie großen und ganzen mitten in einem Kernkraftwerk. Und das hält ein Raumschiff nicht so ohne weiteres aus. Die Europäische Raumfahrtorganisation ESA will sogar schon früher aufbrechen. Sie hat ihre Mission Jupiter-Eismond-Erforscher getauft, englisch Jupiter Icy Moons Explorer oder kurz JUICE. Eine Sonde soll die großen Jupitermonde untersuchen und ein paar Mal dicht an Europa vorbeifliegen. Die Details dieser Mission sind noch nicht festgelegt, der JUICE-Mission. Aber klar ist, sie muss alle die Möglichkeiten an Bord haben, um zum Beispiel atmosphärische Veränderungen zu messen, um Strahlung zu messen, um Temperaturen zu messen, um die verschiedenen Wellenlängenbereiche zu ergreifen. Also es wird eine sehr komplizierte Mission sein. Nach den Vorbeiflügen an Europa soll die Sonde in einen Orbit um Ganymed einschwenken, der weiter von Jupiter entfernt ist und deshalb weniger gefährliche Strahlung abbekommt. Ganymed, muss man sich vorstellen,
ist ein riesengroßer Mond. Er ist deutlich größer als unser Mond. Der hat einen Durchmesser von etwa 5300 Kilometer, ist also wirklich riesig. Ja. Auch da vermuten wir, dass die Bedingungen so sein könnten, dass es da so etwas wie Leben gibt, und zwar nicht an der Oberfläche. Dafür ist auch die Strahlung, die vom Jupiter ausgeht, viel zu stark. Aber es könnte sein, dass wir da irgendetwas finden, was uns noch verblüffen lässt. Ein anderer heißer Kandidat bei der Suche nach außerirdischem Leben ist Enceladus. Ein kleiner Mond des Saturn, strahlend weiß, der von der NASA-Sonde Cassini erforscht wurde. Über Enceladus war nicht viel bekannt, bis die Wissenschaftler die Aufnahmen von Cassini unter die Lupe nahmen und eine Überraschung erlebten. Sie fanden seltsame Formen auf der Oberfläche, die sie Tigerstreifen tauften. Und noch seltsamer, Fontänen von Wasser, die ins All schießen. Enceladus, der hat einen Eispanzer, aber am Südende sieht man, wie es in den Eispanzer Spalten hat. Und aus diesen Spalten kommt Wasser raus. Das Wasser schneit dann wieder auf den Planeten runter. Die meisten Himmelskörper sind dunkel. Enceladus aber ist strahlend hell. Er reflektiert mehr als 90% des einfallenden Sonnenlichtes. Das liegt eben daran, dass durch die Oberflächendynamik ständig Schnee und Eis gebildet werden. Cassini ist vorbeigeflogen und hat dann auch ziemlich schnell festgestellt, dass diese Theorie richtig ist. Also, er hat aktiven Vulkanismus. Wir würden das so was Ähnliches betrachten wie die Geysire, die wir in Island kennen. Das heißt also, es werden riesige Wasserfontänen in den Weltraum geschossen. Und da fliegen natürlich viele, viele Eispartikel mit. Da fliegt auch alles andere mit. Da ist auch Methan dabei und da sind auch komplexere Kohlenwasserstoffe dabei, aber in erster Linie ist es Eis. Und dieses Eis, das regnet dann natürlich auf die Oberfläche runter. Aber nicht alles Eis fällt wieder auf den Mond zurück. Die übrigen Partikel haben noch eine ganz bestimmte Rolle zu spielen im Saturnsystem. Das Wasser, was zum Beispiel von Enceladus auch abgesondert wird, das speist zum Beispiel auch die Ringe des Saturn. Also das Material bleibt erhalten, das bewegt sich dann um den Saturn herum und speist beispielsweise auch die Ringe des Saturn. Die Partikel schießen mit hoher Geschwindigkeit hinaus. Unter der Eiskruste muss ein Ozean liegen. Ob der den ganzen Mond im Inneren bedeckt oder ob das nur eine Linse im Inneren ist, da ist man nämlich noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich eher das Zweitere. Aber er ist nicht groß. Ja? Also die Energie für diesen Ozean und für diesen Vulkanismus, die kann er nur aus der Gezeitenreibung mit Saturn holen. Und nicht groß heißt wirklich nicht groß. Der ist 500 Kilometer im Durchmesser. Das heißt also von Berlin nach München. Also der passt schön in Deutschland rein. Obwohl Enceladus so klein ist, spekulieren oder hoffen viele Forscher, dass in diesem Ozean Leben entstanden sein könnte. Außerirdisches Leben. Ich vermute, dass man als erstes Leben auf Enceladus entdecken wird. Man wird nämlich eine Sonde durch diese Wasserfontänen schicken, die dort in den Eisspalten sich gebildet haben und kilometerweit ins All ragen. Und da wird eine Elementanalyse möglicherweise Aminosäuren, höhere Verbindungen bis hin zu organischem Material ergeben. Und dann wird man sagen, auf diesem Mond gibt es primitives Leben. Das ist meine Prognose, dass man da das erste Mal außerhalb der Erde Leben finden wird. Enceladus ist einer von 82 bekannten Saturnmonden. Und nicht der einzige, der von Cassini genauer erforscht wurde. Cassini war wirklich eine ganz großartige Mission. Sehr kompliziert, aber trotzdem erfolgreich. Durch Cassini kennen wir heute die detaillierte Struktur der Saturnringe und wie sie entstanden sind. Außerdem hat Cassini viele neue Monde entdeckt und ist an vielen vorbeigeflogen. Aber das Highlight, das war die ESA-Sonde Huygens. Die Sonde ist durch die Atmosphäre des Titanmondes hindurchgestiegen und auf der Oberfläche des Mondes gelandet. Und dabei hat sie wirklich wunderschöne Bilder geliefert. Huygens filmte beim Sinkflug durch die Atmosphäre des Titan eine faszinierende Welt. Gleichzeitig völlig fremdartig und doch seltsam vertraut anmutend. Landschaften, die irgendwie an die Erde erinnern.
Titan ist neben der Erde das einzige Objekt im Sonnensystem, auf dessen Oberfläche sich Flüssigkeiten halten. Dort gibt es sogar Flüsse und Seen. Der gravierende Unterschied? Auf Titan ist es minus 180 Grad kalt. Die Seen bestehen bei diesen Temperaturen nicht aus Wasser, sondern aus flüssigem Methan. Und Kryovulkane spucken nicht heiße Lava, sondern eisigen Brei. Der Titan ist interessant, weil er enthält eine Stickstoffatmosphäre mit Methanwolken, auch Methannebel auf der Oberfläche. Die Temperaturen sind unwirtlich, nicht für Oberflächenleben geeignet, viel zu kalt. Der Sinkflug bedeutete für die beteiligten Forscher eine fast unerträgliche Wartezeit, weil die Funksignale von der Sonde zur Erde so lange brauchten. Sie sitzen auf der Erde und können 90 Minuten warten, um zu erfahren, ob es geklappt hat oder nicht. Also es ist immens spannend und das, was dort runtergekommen ist, das war atemberaubend, zumindest für mich. Die ersten Bilder, wie man da gesehen hat, fliegen die da in dieses etwas größere Tal rein. Man sieht eine Küstenlinie, man sieht Flüsse, die in diese Talebene reinmünden. Also das hat ausgesehen, wie wenn sie an einem verregneten Tag, weil die Atmosphäre sehr, sehr dicht ist, mit dem Flugzeug über die Nordseeküste fliegen. Also wirklich absolut spannend. Die Cassini-Huygens-Mission war ein Musterbeispiel für erfolgreiche internationale Zusammenarbeit im Weltraum. Cassini war eine NASA-Sonde, die den Huygens-Lander der Europäer Huckepack bis zum Saturn mitgenommen hat. Dort diente Cassini dem Lander dann als Funk-Relais-Station. Die NASA plant, in einigen Jahren wieder zum Titan zu fliegen. Dieses Mal will sie einen Quadrocopter schicken, also ein Fluggerät. Name der Mission Dragonfly, zu Deutsch Libelle. Diese Libelle soll 1 bis 2 Jahre lang auf dem Mond herumfliegen und verschiedene Gegenden erkunden. Sie soll zum Beispiel herausfinden, ob sich in den eisigen Methanseen Vorstufen von Leben finden. Man stelle sich vor, man macht eine Mission auf der Erde und landet in der Sahara. Da kriegt man auch nicht ein repräsentatives Bild über den ganzen Planeten. Man muss sich also großräumig bewegen können. Und das könnte man mit einer Drohne. Und auf dem Titan kann eine Drohne auch fliegen, weil der Titan ist ja der einzige Mond, der eine Atmosphäre hat. Sie brauchen zum Fliegen ja immer eine Atmosphäre, damit sie Auftrieb erzeugen können, wie bei uns eben mit Flugzeugen, mit Propellern sich bewegen können. Ein weiterer Mond des Saturn gab Rätsel auf, weil er scheinbar regelmäßig verschwand und dann wieder auftauchte. Sein Name Japetus. Durch Cassini weiß man, die Vorderseite des Mondes ist dunkel wie Kohle, die Rückseite hell wie Eis. Ist die dunkle Seite der Erde zugewandt, wird der Mond praktisch unsichtbar. Warum er so unterschiedliche Hälften hat, bleibt rätselhaft. Außerdem hat der Mond auf dem Äquator einen Bergrücken, der ihn wie eine Walnuss aussehen lässt. Wie dieser Bergrücken entstanden ist, auch das ist noch unbekannt. Ein Nachbar des Japetus ist der Mond Mimas. Eigentlich nichts Besonderes, aber er hat viele Fans, weil er aussieht wie der Todesstern aus Star Wars. Und dann sind da noch die sogenannten Schäfermonde des Saturn. Kleine Monde, die mit ihrer Schwerkraft Saturns Ringe in Form halten. Wie Schäfer ihre Schafe, hüten diese Monde sozusagen die Ringpartikel. Planeten wie Jupiter und Saturn erzeugen auf ihren Monden Gezeiten und dadurch Wärme. Diese Gezeiten können aber noch eine andere Wirkung haben, wie man auch bei unserem Erdmond sehen kann. Gezeitenkräfte haben eine sehr interessante langfristige Auswirkung. Denn die innere Reibung bewirkt, dass sich die Rotation verringert. Das heißt, der Mond dreht sich immer langsamer. Wie lange geht das? Nun, das geht so lange, bis die Umdrehungsperiode des Mondes übereinstimmt mit der Umlaufperiode um den Planeten. In dem Augenblick zeigt nämlich der Mond immer dieselbe Seite zum Planeten. Sowas nennt man eine gebundene Rotation. Und weil dabei natürlich auch die Drehung mit der Ausrichtung synchronisiert ist, gibt es auch kein Durchwalken mehr. Es entsteht keine Wärme mehr und damit erkaltet dann auch der Mond. So passiert bei unserem Erdmond.
Solche gebundene Rotationen passieren übrigens überall in unserem Sonnensystem, zum Beispiel auch bei Phobos und Deimos beim Mars. Bei Pluto, dem Zwergplaneten weit draußen am Rande des Sonnensystems, zeigen sich diese Gezeitenkräfte noch deutlicher. Pluto hat einen Mond namens Charon, dessen Durchmesser halb so groß ist wie sein eigener. Die Gezeitenwirkung ist deshalb so groß, dass sich beide Körper in gebundener Rotation umkreisen. Der Mond Charon zeigt Pluto immer dieselbe Seite. Und Pluto zeigt auch seinem Mond immer dieselbe Seite. Die drehen sich einmal um sich selber, während sie sich sozusagen umeinander drehen. Das ist doppelgebundene Rotation. Also, und dann guckt natürlich, ja, immer eine Seite, die gleiche Seite guckt zu Charon und die gleiche Seite guckt zu Pluto. Die NASA-Sonde New Horizons flog im Sommer 2015 dicht an dem seltsamen Paar vorbei. Sie fand nicht, wie erwartet, zwei tote Felsbrocken, sondern zwei faszinierende bunte Welten, die sich da umtanzen. Ein seltsamer Mond ist auch Triton. Er umkreist seinen Planeten, den Neptun, nämlich rückwärts. Triton ist wieder so ein großer Eismond, mutmaßlich mit einem Ozean unter der Eiskruste. Seine Umlaufbahn ist retrograd, das heißt, er läuft entgegen der üblichen Drehrichtung. Fragt sich, wie es zu diesem Orbit gekommen ist. Wenn Sie so ein System bilden, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, dann ist es natürlich eine Massenansammlung, die rotiert. Wenn sich da Monde bilden, dann drehen sie sich natürlich in der Rotationsrichtung, in der sich auch diese Massenansammlung, sprich der Planet, letztlich dreht. Und wenn es retrograd ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Retrograd kann passieren, indem der Mond eingefangen wurde, ja. Das heißt also, indem es ein anderer Körper war, der dem Neptun nahe gekommen ist, aber aus einer anderen Flugrichtung kam und dann abgebremst und in Orbit gezwungen wurde. Auf der Oberfläche Tritons ist es eisige minus 235 Grad kalt. Kein anderer Mond im Sonnensystem ist kälter. NASA-Wissenschaftler möchten auch Triton mit einer Sonde erforschen. Bisher haben wir nur die Bilder des Vorbeiflugs von Voyager 2 im Sommer 1989. Das neue Projekt namens Trident konkurriert aber noch mit anderen Projekten um die vorhandenen Gelder. Auf Planeten wie Jupiter oder auch Neptun haben Menschen keine Überlebenschance. Schwerkraft und Druck sind viel zu hoch. Auf den vielfältigen Monden dieser Planeten sieht das anders aus. Ist es vorstellbar, dass wir uns dort in der Zukunft ansiedeln oder bleiben das nur Science-Fiction-Spekulationen? Machen Kolonien auf Monden Sinn? Ja, aber die Monde müssen mindestens so groß sein wie der Erdmond. Nehmen wir Phobos, der größte Mond des Mars. Er ist so klein, er hat nur ein Tausendstel der Erdanziehungskraft. Ein kleiner Sprung und man schwebt weg. Monde als Rohstofflager? Naja, ich kenne keinen einzigen Mond, der nur aus Gold und Diamanten besteht. Und all die anderen Rohstoffe haben wir auf der Erde genug. Sie könnten eine gute Ausgangsbasis für Weltraumstationen sein, ja. Und zum Schluss noch die Idee, könnte es dort draußen irgendwo Exomonde geben, also Monde auf Exoplaneten? Wir wissen heute, das muss eigentlich so sein. Es müsste viele Monde dort draußen geben. Aber die sind ja so klein, kleiner als die Exoplaneten. Die nachzuweisen ist extrem schwierig. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht gelingt es uns ja in der Zukunft. Manche Monde sind einfach nur Felsbrocken, öde und leer. Andere dagegen sind hochspannend. Io zählt mehr Vulkane als jeder andere Himmelskörper im Sonnensystem. Titan überrascht mit eisigen Fluss- und Seenlandschaften. Europa, Enceladus und Triton verbergen Ozeane unter ihren dicken Eiskrusten. Vielleicht schwimmen exotische Lebewesen in diesen Ozeanen? Die Monde unseres Sonnensystems, die stillen Begleiter der Planeten, sind ganz eigene Welten, voller Geheimnisse, die darauf warten, erforscht zu werden. Die ausgeschickten Sonden sind von Mal zu Mal raffinierter ausgestattet. Aber wer weiß, vielleicht fliegt der Mensch ja eines Tages selbst dorthin.
Gar nicht zu reden von all den Exoplaneten draußen in der Milchstraße, von denen wahrscheinlich auch sehr viele ihre Exomonde haben, mit ihren eigenen Geheimnissen.